Hallo und moin moin mal wieder. Heute haben wir mal was ganz anderes. Nämlich einen Lolli. Ne, ist nicht wahr. Den haben wir nur dabei. Wir haben heute mal einen elektronischen Drehmomentschlüssel. Natürlich wieder online bestellt, wie sonst. Im Moment ist es ja schwierig, zum Baumarkt zu gehen und mal eben was zu kaufen. Also habe ich mir gesagt, entgegen vieler Meinung, kostet den nicht. Habe ich mich doch entschlossen, den zu kaufen. Und zwar, seht ihr das? Messbereich 20 bis 200 Newtonmeter, Halbzoll Schlüsselaufnahme. Optisch ist ein akustisches Warnsignal, umschaltbarer Rechts- und Linkslauf, Anti-Slip-Griff und 4 Maßeinheiten wählbar. Eigentlich ist das Gerät ziemlich selbsterklärend. Erstmal sollte man das Ding richtig hinlegen, die Verbindung, und dann kann man den Schlüssel schon rausnehmen. So, quatschen mit dem Lolli ist natürlich auch so eine Sache. So, da haben wir den Schlüssel schon mal. Es sind noch keine Akkus drin. Hier ist es nochmal aufgedruckt. Und die Batterien müssen noch rein. Schauen wir mal. Also bei mir an, aus, plus, minus. Sind noch keine Batterien drin. Schauen wir mal, ich denke, dass das hier hinten reinkommt. Aha. Das ist das Batteriefach. So, da war eben der Akku leer. Nochmal von vorne. Ja, da haben wir den Schlüssel. Hier drin haben wir Papier. Und natürlich auch Batterien. Alter Schwede, die haben sehr gut hier drin gefrottet. Okay, schauen wir mal, was wir hier an Papieren so haben. Ich denke, eins ist eine Bedienungsanleitung, das andere eine Garantieerklärung und ein Prüfzettel oder sowas. Uiui. Uiui. Hier ist sogar ein Messprotokoll dabei, dass er getestet wurde, 40 Newtonmeter und Toleranz, mit Hand ausgefüllt, das heißt natürlich, hier auf dem Zettel ist es nicht mehr mit der Hand ausgefüllt, das ist kopiert, das heißt, da hat man wahrscheinlich mal irgendwann einen Schlüssel rausgenommen, also jeden Hundertsten, und der wird getestet, und wir sehen hier, wir haben bei 5 Messungen, wenn man dem glauben darf, die Abweichung im normalen Bereich. Hier steht es nochmal im Groben, 200 Newtonmeter, gibt an, zwischen, bei allen Messungen zwischen 196 und 204 liegen wir. Das ist alles noch easy. Ja, dann schauen wir mal, was die Beschreibung sagt. Die Beschreibung sagt, ich bin zerknittert. Programmierung. Okay, wir haben hier wieder mehrere Sprachen auf dem kleinen Ding untergebracht. Nehmen wir mal eine, die gerne mal klarkommt. Schauen wir hier hinten. Niederländisch. Okay, nehmen wir Niederländisch. Geht auch. Da haben wir Messeinheiten, klar. Artikelnummer, bla bla bla, das Display, Bedienfeld an und aus, das wissen wir auch. 4 Batterien AAA. Na, schauen wir mal, so als abgebildet steht hier. Aha, hier hinten ist ein Bild dazu. Na, dann gehen wir mal davon aus, dass die Batterien, wenn denn 4 reinkommen, die dementsprechend alle in einer Richtung liegen. Ah, die Verpackung sieht natürlich ein Hammer. Na, verdammt.
Sonntags. Und man mit Plus nach unten gehen wir davon aus. So sagt das Bild jedenfalls. Und dann machen wir das auch so. Und dann schrauben wir den hier hinten zu. Und macht das ganze Pieps. Und der springt automatisch auf Null. Macht er. Da ist er aus und da ist er auch wieder an. Okay. Irgendjemand singt hier. Okay. Bevor man den einstellt sowieso, muss er einschalten, ruhig liegen bleiben, bis er die Ziffern angibt. Er braucht dann eine kurze Ruhephase, um sich selbst zu finden. Dann stellt man halt mit Plus und Minus den gewünschten Moment ein. Und dann benutzt man das Gerät, bis er eben Klick oder Piep macht. Was davon genau, werden wir mal schauen. Das werde ich dann im nächsten Clip zeigen. Das war jetzt mal das. Den gibt es momentan im Netz. Ab und zu mit Wartezeiten, kurioserweise. Der wird scheinbar sehr viel bestellt. Die Bewertungen sind durchwachsen. Von funktioniert gut bis funktioniert nicht. Ich kenne ein paar Leute, die haben den und der funktioniert. Ich kenne aber niemanden, der einen hat, der nicht funktioniert. Ich habe es zwar gehört, aber ich kenne selbst niemanden. Da muss man mal schauen. Darauf werde ich dann nochmal eingehen, wenn ich da jemanden treffe, bei dem das so ist. Und im nächsten Clip werden wir das Ding mal testen und mal schauen, was er tut. So viel bis dahin. Ich danke euch erstmal für euer Zuhören und reinschauen und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg und bis demnächst, wenn ihr wollt.